Hallo und herzlich willkommen zu einem nächsten Part von Rollercoaster Tycoon. Mein Name ist Schleicher, seid gegrüßt. So, ich habe angefangen, wir waren ja von Raumaufteilung schon ziemlich weit, habe jetzt alles, vieles neu aufgebaut. Ich fange an, den Zoo ja umzubauen. Als letztes hatte ich ja die Nilpferde hier eingebaut. Und experimentiere erstmal wirklich mit anderen Sachen, einfach mal auszuprobieren, mit Gelände anheben und was nicht alles. So, dann fange ich mal an. Ich habe ja eine Idee, habe ich gesagt. Dafür verkaufe ich die mal auch. Ja, ich will ja die mal alle aus hier. Zack. Verkaufen. Und den auch verkaufen. Und hier verkauft. Auch verkaufen. Und den auch verkaufen. Jawohl. So, das löschen wir mal. Wir löschen das. Ja. Und das auch. Ja, das kann man nämlich besser sehen. So, auch verkaufen. Einer ist noch da, ne? Da ist er. Verkaufen. Dann löschen wir das Ganze da jetzt mal. Nee. So, das nehmen wir jetzt mal alles hier weg. Das können wir jetzt auch einzeln machen. Weg. So, da müssen wir noch den Boden angleichen, würde ich sagen. Das müssen wir noch tun. Boden angleichen. Zack. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Runter und runter. Sehr schön. Dann, da ist noch Bodenangleichung oder was? Nee, das sind Schatten, ne? Okay, kann ich das auch löschen? Einzeln. Weg, weg. Und weg. Was haben wir hier? Da haben wir die Elefanten. Ich glaube, die Elefanten nehmen wir auch gleich weg. Und schließen. Auch verkaufen. Ja. Löschen. Ihmchen. Achso, das löschen wir auch. Den verkaufen. Und jetzt versuchen wir das Ganze nochmal hier. Das löschen wir auch. Und das können wir alles einzeln machen. Löschen. Machen wir jetzt einzeln. Hallo, einzeln. Wieso macht er das jetzt nicht? So. Willst du einfach jetzt nur löschen? Weg löschen. Löschen. Der ist weg. Der ist weg. Los, weg, weg. Gut. Dann müssen wir als nächstes noch das angleichen, würde ich sagen. Das hier. Dann haben wir. Ups, ein bisschen zu weit. Wieder zu tief. Den jetzt hoch. Hoch, 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 hoch. Einzeln löschen, das, das,
und das. Dann haben wir eine riesige Fläche hier. Das mache ich auch mal weg. Jo, dann können wir was mit anfangen. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Und zwar brauchen wir bestimmt, was ich vorhabe mit den Tierchen. Wo haben wir sie? Ach ja, nicht wild rumklicken, sondern direkt drauf. Das sind hier die Tiere. So. Und zwar Leoparden, Panther. Brauchen nur Maschendrahtzaun. Okay. Dann bauen wir einen Maschendrahtzaun. Dann gehen wir einmal hier rüber. So. Habe ich mir das gedacht? Ah, da müssen wir nochmal angleichen. Das habe ich so spät gesehen. Nochmal das Ganze hier hoch. Da auch. Hoch mit dir. Naja, es ist schon etwas besser geworden, wenn ihr die ersten Parts von mir gesehen habt, mit Löschen und sowas. Ein bisschen komme ich da jetzt rein. Noch keine Routine, aber naja, es geht schon besser. So, dann möchte ich das hier noch bauen. Da soll es lang. Den machen wir ruhig hier noch so ein bisschen breiter. So. Und ziehen ihn hier lang. Ich möchte ihn doch lieber hier. Kann man. Okay, das löschen wir. Ich möchte den jetzt hier ran. Oder muss ich den. Oh nee, das ist. Jetzt geht's schon wieder los hier. Nee. Das ist nicht so, wie ich es haben wollte. Nicht zu weit. Und löschen. Dann fange ich doch mal da lieber an, wo ich auch wirklich. Also. Hier entlang. Nach da. Hier entlang. Dann sollen die Leute da lang gehen können. Da. Und dahin. Den nächsten setze ich dann mal hier so hin. Doch, können wir jetzt so machen. Das Problem ist ja immer, dass wir da auch ja. Und so. Ob das richtig jetzt so gut ist, weiß ich gar nicht, weil ich teste nochmal aus hier, weil wir müssen da ja auch, damit die auch gewartet werden, sonst hauen die nämlich die Viecher wieder ab. Gäste, dann setzen wir mal ein kleine hin. Das würde gehen. Das würde gehen. Dann löschen wir den mal wieder. Den auch. Na? Müssen wir mit mehreren machen. So. Und löschen. Dann brauche ich den Maschendraht nämlich da auch wieder größer.
dann machen wir das doch so. Wenn das so geht, dann... Ich überlege gerade, ob das so funktioniert, deswegen müsste eigentlich viel mehr jetzt wieder reden, aber dann setze ich den auch noch so hin. So machen wir das. Und dann, ach, dann kann ich den auch gleich richtig hier hinsetzen. Zack. Sehr schön. Dann brauchen wir die Häuser. Dann fangen wir gleich mit den Häusern an. Raubtiere, Panther, Tiger, Löwe, Leoparden. Drehen wir mal. Machen wir ruhig hier hin. Und den machen wir dahin. Und dahin. So, jetzt müssen wir nur noch die... Dann bauen wir auch gleich die Aussichtsplattform hin. Machen wir erstmal einen kleinen. Machen wir erstmal die kleinen hin. Da können wir noch einen kleinen hinsetzen. Und da. Da einen kleinen. Kleinen dahin. Da einen kleinen. Da. Da. Da und da. Und dann können wir hier nämlich einen großen hinsetzen. Da setzen wir einen großen hin. Großen. Da passt ein mittelgroßer hin. Ja. Das sind natürlich sehr viele jetzt, ne? Ich, ob das jetzt so gut ist, ich weiß noch nicht. Na gut. Dann fangen wir an. Für Wasser müsste ich jetzt wieder was runtersetzen. 3 ist zu groß. 2. Wir setzen hier Wasser rein, da Wasser rein, da und da. Wasser. Hallo? Würde der Typ da mal weggehen? Der kommt da wieder nicht raus, ne? Oh. Okay. Der Typ geht nicht raus. So, jetzt habe ich mit meiner... Dann... Müssen wir kurz... Du liebe Zeit. So. Da rein. Jetzt können wir es doch bestimmt mit Wasser füllen, ne? Jawohl. Dann haben wir doch hier diese Berge, habe ich doch gesehen. Das war dieser hier, ne? Genau. Da machen wir auch höher jetzt. Und hier können wir auch einen höher machen. Und wir gehen wieder mit Wasser rein da. Nur ich mit 2. Ja, 2 ist gut. Und hier runter, da runter und da runter. Da können wir so lassen. Auch Wasser drinne. Da brauchen wir jetzt auch noch wieder Wasser.
Und ich habe heute schon wieder vergessen, in die Uhr zu, auf die Uhr zu schauen. Okay, dann machen wir hier ein bisschen runter. Wasser rein. Jetzt haben wir schon mal drei Raubtiergehege. Und ich würde sagen, wir öffnen das Ganze jetzt mal. Eins, zwei, drei. Der ist auch noch nicht, habe ich gesehen. Der auch öffnen. Ist alles offen. Dann machen wir den auch gleich auf. 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 Den auch auf. Auf. Und auf. Dann habe ich doch gesehen, dass man hier auch so stufenmäßig aufbauen kann, ne? So, bam. Muss ich noch ein bisschen weniger machen? Geht das dann besser? Können sie dann nämlich ein bisschen drauf hüpfen. Und das malen wir nämlich dann an. Schließe ich mal wieder. Und dann würde ich sagen, dann malen wir das Ganze mal an. Und zwar einmal als Cliff. Felsen. Jetzt müssen wir da noch ein paar Pflanzen reinpacken. Das weg, das weg, das weg. Da noch einen hin. Da. Können sie sich ein bisschen verkriechen. Dann da auch, damit sie ein bisschen Schatten haben. Und ich würde sagen, dann auch noch einen schönen großen hier. Komm, der passt nicht. So. So. Dann malen wir es noch ein bisschen an. Sandmäßig würde ich sagen, hier so ein bisschen so zack. Nicht alles, aber ein bisschen. Okay, das andere müssen wir ein bisschen nachmalen. Wo war das Felsen? Da machen wir den auch gleich wieder runter. Jo. Da auch ein bisschen Felsen noch. Hinten machen wir Sand. Dann würde ich sagen, setzen wir die Löwen rein, oder? Können wir auch gleich öffnen. Dann haben wir es auch gemacht. Das sind mal die wichtigsten Sachen. Also die Zäune, also diese
Besucherterrassen, die muss man bauen, weil sonst wären die Zäune nicht gewartet. So viel habe ich schon rausgekriegt. Und jetzt da noch eine Aussichtsplattform für die Besucher. Da machen wir einen großen hin. Ach nee, zwei kleine. Hier. Das müsste eigentlich schon reichen. Und den öffnen wir auch gleich. Und dann setzen wir schon mal die ersten Tiere rein. Da würde ich sagen, da setzen wir die Löwen rein. Männlich. Männlich. Weiblich. Weiblich. Setzen wir mal 3 rein. Na. Und Baby. Und ein weibliches Baby. Und nochmal ein weibliches. Und ein männlicher. So. Komm her. Dann haben wir die Löwen auch drinne. Sehr schön. Und wenn da... können die eigentlich auch denken? Anscheinend nicht. So. Ich habe hier irgendwo noch eine Löwenshow. Die habe ich, glaube ich, schon weggerissen. Da war... Das machen wir dann... war das? Wo haben wir eine? Also jetzt muss ich wieder alle anklicken hier. Ich glaube, die, da war ich schon hier. Nee, das ist da nicht. Da. Wir haben eine Löwenshow. Und die Löwenshow setzen wir wohin? Was eigentlich so schade ist. Nee, ich mache noch keine Löwenshow. Das würde ich nicht sagen. Das okay, da haben wir die Löwen. Da machen wir die Pandas rein. Da die Leoparden. Das finde ich gut. Wir können ja die Tiere schon mal holen. Dann haben wir sie zumindest schon mal drinne. Ah, hier machen wir die Leoparden. 1, 2, 3, 4. Und da machen wir die Pandas rein. Die Panther. Männlich. Männlich. Weiblich. Weiblich. Ups. Schön. Haben wir dann gleich auch schon ein Bäumchen für die fertig machen. Ein paar Bäume. Große Eiche. Setzen wir da oben drauf. Da rein. Haben wir noch Platz hier? Und dahin. Und ein paar Büsche. Wo sehe ich denn auch ein bisschen? Bisschen verpieseln können, ne? Wie man so schön sagt. Ja, das sieht doch gut aus. Dann setzen wir da auch noch einen hin. Da, da, da.
Schön. Da müssen wir noch Spielsachen reinpacken. Was machen wir für die Leoparden? Für den Leoparden würde ich auch sagen, warum wir Bäume rein. Haselnuss ist auch schön. Und so. Da würde ich sagen, haben wir schon mal so ungefähr mir das vorgestellt. Das kann man hier durchgehen. Vielleicht machen wir den Weg noch hier durch. Verfeinern wir vielleicht noch mal irgendwann. Dann da. Genau. Und gehen hier wieder rüber. Vielleicht machen wir da mal ganz andere. Wieder dran, da gehen wir auch ran und haben hier eigentlich quasi einen kleinen Rundgang gemacht für die Leute. Ich weiß, man kann ziehen, aber wenn ich ziehe, ich würde es mal versuchen. Oh, es hat diesmal geklappt. Und da ziehen wir auch lang, lang, lang. Was hat das erste Mal jetzt heute funktioniert? Ansonsten ist es nämlich immer so, dass ich die Wege immer total anders setze, wie ich es eigentlich haben möchte. So, den hier lang. Heute klappt's. Warum auch immer. So, einen kleinen Rundweg haben wir auch gemacht. Das nächste ist, bis wir wirklich die. Parkbänke setzen. Und dann haben wir eigentlich diese Ecke auch schon fertig hier. Da können wir noch was überlegen, was wir da machen. Das können wir schon mal löschen hier. Den machen wir weg. Das andere können wir so lassen. Ja, sehr schön. Den Weg können wir auch gleich machen. Dass die Leute. Na, ich will hier lang gehen. Das meinte ich nämlich immer, wenn ich dann loslege. Machen wir ruhig den ganzen Platz weg. Hier noch lang, da. Okay, das können wir erstmal den. Das machen wir erstmal ganz. Dann machen wir. Müssen wir mal gucken, was wir hier machen. Wie wir das machen. So, das war es erstmal von meiner Seite her. Wir haben also jetzt Löwen, Leoparden und Panthers eingebaut. Wir müssen jetzt sehen, dass wir diese Lücken hier noch füllen. Aber wir wollen noch Elefanten. Dann haben wir hier noch einen Platz. Und für die anderen müssen wir auch noch verschönern hier. Also. Das Löwengehege gefällt mir sehr gut. Und ich muss sagen, die von den Nilpferden auch. Von daher, mal sehen, denken die schon was? Die Viecher hier. Kann man die eigentlich auch einen Namen geben? Was denkst du? Gar nichts.
Lebensraum, ja, Hunger. Hat da Sauberkeit. Dahin gepupst, tatsächlich. Na gut, von daher, schönen Abend noch und bis dann, euer Schleicher. Ciao, ciao.